Hallo zusammen bei No Man's Sky. Willkommen bei einer neuen Folge von Glitch Building. Heute möchte ich euch etwas zeigen, was der Olli in der Community nachgefragt hatte. Und zwar, was kann ich anstellen oder was kann er anstellen mit den großen Bauteilen? Wie jetzt zum Beispiel den zylindrischen Raum, der sich schon mal praktischerweise da vorne einrastet. Okay, natürlich nicht funktioniert gerade. Okay. Und zwar hatte ich hier etwas vorbereitet. Es geht hier in dem Falle um die... Moment. Bio-Kuppelraum. Um den Bio-Kuppelraum. Ja. Also man kann prima daraus eine Kugel machen. Man kann auch prima dann zwei übereinander setzen. Gut, wem es gefällt. Also... Ja, ist jetzt nicht ganz so meins, aber ja, sieht ganz okay aus. Aber das werde ich euch gleich alles noch zeigen. Und dann würde ich sagen, wir beginnen jetzt einfach mit dem Anfang. Und zwar hatte ich hier überlegt, dass ich diese Kuppeln alle zwei... also die in der Distanz von zwei dieser Bodenplatten aufbaue. Das heißt, die nächste wäre also hier. Würde von der Aufteilung her auch ganz gut passen. Dementsprechend müsste ich... nee, eigentlich nicht. Dann würde ich hier rauskommen. Gut, das überlege ich mir später, aber jetzt fangen wir erst einmal an. Damit das entsprechend auch ein wenig schräg wird, so wie wir es hier haben, müssen wir uns ein wenig behelfen mit den Bauteilen, die wir schon öfter benutzt haben, wer die anderen Folgen gesehen hat. Im Übrigen ist mir aufgefallen, die Folge 13 ist, glaube ich, das muss an der 13 liegen. Also solch eine Katastrophe. Ich bin ja teilweise gar nicht zu verstehen gewesen. Dafür werde ich mich mal einfach jetzt schnell entschuldigen bei euch. Denn das war so gar nicht beabsichtigt. Also, das muss ich nochmal nachbearbeiten und werde es nochmal neu hochladen. Okay, gut, dann fangen wir jetzt erstmal an. Wir brauchen jetzt den Zylinder wieder. Und auf den Zylinder setzen wir eine Pyramide. So. Dann brauchen wir den Würfel. Und schon wieder eine Pyramide. Und so. Noch eine. Dann brauchen wir wieder den Würfel. Also dieses Video wird ein Kurzguide. So. Dann. Ups. Brauchen wir den Zylinder. Eigentlich hätten wir das auch mit dem Zylinder gleich machen können. So. Und dieses Mal wollen wir die Pflasterung unten haben, also müssen wir uns nach oben hin ausrichten. Weil den wollen wir nicht. Hm.
So. Nehmen wir uns die Bodenplatte wieder. Das könnten wir jetzt auch noch ein bisschen weiterführen. Also, solange wir das entsprechend hier so bauen, können wir diese leichte Kurve auch weiterbauen. Oder ihr überlegt euch später, ja, eigentlich kann man ja noch mehr machen, also baue ich mir das komplett wieder auf. Okay. Gut, dann haben wir jetzt den Teil geschafft. Jetzt möchten wir aber auch die Biokuppel nach unten hin bauen. Was ja so eigentlich erstmal gar nicht geht. Allein schon, dass die direkt aufeinander sind, geht ja eigentlich erstmal gar nicht. Aber wir werden das jetzt mal machen, dass es geht. Dafür brauchen wir wieder den Zylinder. Und beim Zylinder können wir gleich bleiben. Dieses Mal wollen wir wieder die Pflasterung oben haben. Genau so. Zylinder können wir wegnehmen. Und wie ihr seht, ist die Pflasterung jetzt hier genau andersherum. Ich zeige euch das mal hier nochmal. Die untere Kante, diese hier, mit dieser kleinen, was ist das, Falz, ist die Kante, wo die Bodenplatte angelegt wird. Und die haben wir jetzt genau andersherum. Das bedeutet natürlich auch, dass die Bodenplatte andersherum ist. Auf dem Kopf. Und jetzt müssen wir die natürlich dort auch noch reinkriegen. Das machen wir wie folgt. Dafür müssen wir diese Bodenplatte entfernen. Was aber bedeutet, wir müssten alles mehr oder minder nochmal aufbauen. Und bauen uns die einfach zweimal hier hinten dran. Entfernen diese. Dann bauen wir uns die Bodenplatte hier hin. Und noch einmal hinten dran. Die entfernen, die entfernen. Damit wir den richtigen Abstand haben, setzen wir hier wieder die Pflasterung hin. Entfernen die Platte. Und legen uns die jetzt hier rein. Das heißt, jetzt müssen wir natürlich schauen, ob sich diese Bodenplatte, die wir reingelegt haben, nach dieser ausgerichtet hat oder nach dieser. Das können wir feststellen, indem wir diese Tür nehmen. Metallfassade, Entschuldigung. Wie ihr seht, hier ist die Türöffnung, das kleine Fenster auf dem Boden, was normalerweise eigentlich an der Decke ist. Damit wir auch durchgehen können, ist die Tür natürlich sehr tief an der unteren Kante ausgerichtet. Normalerweise. Und zwar schauen wir uns das mal hier an. Genau. So, das wäre also die normale Richtung, so wie wir es kennen oder wie ihr es kennt. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir müssen. Genau. Also die haben wir jetzt auf den Kopf gedreht. Das ist gut. Dann nehmen wir dies und dies hier weg. Jetzt müssen wir die Platte natürlich, die vorherige, wieder zurückbekommen. Ah, Moment. Na doch, um sicher zu gehen, sollten wir das so machen. Sonst müssten wir noch einmal ausprobieren und können wir uns sparen. So. Obwohl wir es nicht müssten, glitschen wir die jetzt hier dort rein, um sicher zu gehen, dass die richtige Richtung der Bodenplatte vorhanden ist. Und das Ganze machen wir hier noch einmal.
auf der Bodenplatte, die wir jetzt ja gedreht haben. Und das scheint nicht der Fall zu sein. Jawohl, jetzt. So, dann nehmen wir jetzt die Fassade wieder weg. Das und das. Gucken wir uns an, ob das auch geklappt hat. Gehen in die großen Bauteile. Der Glaskuppel funktioniert jetzt ja eh nicht direkt. So. Gut, dann haben wir schon mal eins geschafft. Wir haben eine leichte Steigung in den Bodenplatten drinne. Und wir haben jetzt die, wie heißt das, zylindrische Raum. Wir könnten das natürlich auch mit dem quadratischen Raum machen. Aber wir nehmen jetzt mal den zylindrischen. Dann können wir uns jetzt hier hinsetzen. Und wir können das auch hier unten machen. Jetzt, Moment, ich möchte euch das besser zeigen. So, ihr habt ja gerade gesehen, der Raum hat sich gedreht. Das heißt, nach der ursprünglichen Bodenplatte, die in der normalen Richtung liegt, wäre dieser zylindrische Raum jetzt so angeordnet, dass er direkt oben auch anpasst an dem anderen zylindrischen Raum. Wenn wir wie bei dem Zylinder, wenn wir den benutzen, das Zentrum nach unten nehmen, dann dreht sich auch der Raum, und zwar nach der Bodenplatte, die wir jetzt neu gemacht haben, auf den Kopf gedreht. Gut, dann hätten wir jetzt schon mal den Teil, setzen unsere Biokuppel oben drauf, und ja, dann haben wir aber immer noch nicht das, was hier zu sehen ist, was ich euch ja zeigen wollte, dass es geht. Dafür nehme ich den zylindrischen Raum wieder weg. Und diesen hier auch. Dann tun wir uns den zylindrischen Raum hier wieder ansetzen. Und ups. Moment, habe ich genügend Material? Ja. Denn wenn Glas oder magnetisiertes Ferrit nicht da ist, also nicht genügend, dann können wir es auch nicht bauen. Das können wir dann trotz alledem nicht. Und dann bauen wir uns das da jetzt rein. Dann schauen wir mal. Jetzt gehen wir nochmal gucken. Ja, Glas fehlt mir. Ja, Moment, habe ich denn. Ach gut, wir machen es anders. Auch hier eine weg. Hier. Wie ihr seht, dann haben wir dort auch jetzt. Wie ihr seht, haben wir dann dort auch einfach nur die Kugel. Jetzt habe ich auch wieder genügend Glas, dass ich euch das hier wenigstens zeigen kann. Da ich nicht im Kreativmodus bin und Material kein Problem ist, ich müsste jetzt loslaufen und es suchen, also holen. Kann ich auch machen. Aber ihr wollt ja sehen, wie es gebaut wird. Ups. Nicht schlecht, aber das wollten wir so nicht. Ah, falsch ausgerichtet. So, jetzt müsste es richtig sein. Ja, gut, okay. Den hätten wir eh bauen können. So, okay. Dann haben wir jetzt den zweiten Bio-Kuppelraum. Okay, schöner Name, aber es fällt mir ja des Öfteren auf, dass das seltsame Namen sind. Na gut, okay, ihr habt gesehen, wie das geht, dass man auch einen weiteren Biokuppelraum oben drauf setzen kann. Und jetzt wollen wir es natürlich auch gleichmäßig haben, das heißt, es sollte dann so aussehen. Über die beiden hier wieder weg.
unser Loch, was wir hier produziert haben. Provoziert. Auch schön. Aber so also gar nicht passend. Dann natürlich unser entstandenes Loch wieder zu. Ups. Und uns dafür das wieder so auf. Und legen uns die Platte rein. Und so. Okay. Gut. Ihr könnt natürlich jetzt auch statt es nur so zu bauen oder ihr überlegt euch, ja, ich möchte es gar nicht da draußen haben, so außerhalb, sondern ich möchte es eigentlich lieber genau auf dieser Platte haben, und zwar in der Mitte. Dann können wir das wie folgt machen. Wir nehmen uns eine halbe Tür, also Metalltür. Die setzen wir uns einfach an die Platte, die ihr haben möchtet, wo es in der Hälfte liegen soll. Nehmen uns die Fassade. Setzen die einfach hin. Nehmen uns eine Bodenplatte. Setzen die hier dran. Können wir das wegnehmen? Das wegnehmen. Wie ihr seht, ist das jetzt genau die Mitte. Und damit müssen wir jetzt oder können wir jetzt arbeiten. Gehen ein Stück rüber. Das gleich hier machen. Oh, das machen wir gleich hier. Das nicht. Dann müssen wir eine Bodenplatte natürlich senkrecht aufbauen. Nehmen wieder das Rohr. Zwei daneben. Brauchen wir die genau andersherum, damit wir nicht alles nochmal aufbauen müssen. Da brauchen wir es nicht. Können wir das auch so tun? Nehmen uns die nächste Pflasterung, setzen die drauf. Eine weitere geht jetzt natürlich nicht, weil sie kollidiert mit dem Rohr unten. Nehmen uns die Platte weg, das Rohr weg, setzen eine weitere Pflasterung dran. Die entfernen wir. Um zu überprüfen, dass wir es richtig gemacht haben, nehmen wir jetzt wieder den zylindrischen Raum. Einmal hier, funktioniert. Und einmal hier, funktioniert auch. Sehr gut. Und dann tun wir uns jetzt diese Bodenplatte wieder zurückholen. Moment.
Da brauchen wir die ja nun gar nicht. Damit das möglichst nicht nochmal passiert, einfach schnell den Winkel ändern. Halt. Okay, das hat funktioniert. Und Moment, Moment. Ja. Mal wie groß, das hatte ich vorher noch nicht ausprobiert. In welcher Höhe wir jetzt eigentlich sind, aber es müsste eigentlich in etwa hinkommen. Ja, das sieht gut aus. Okay. Da wir jetzt ja noch Glas übrig haben, können wir noch mal zwei Biopuppen bauen. Wir könnten es zum Beispiel, wie vorhin schon gezeigt, einmal so bauen. Wenn das zu dem passt, was man an der Basis dann später haben möchte, dann ist das natürlich auch so in Ordnung. Wenn man jetzt aber doch lieber so eine Kugel haben möchte, einfach den Zylinder wieder entfernen. Und die Kuppel auch. Wieder drehen. Okay. Es gibt noch mehrere Möglichkeiten, also es gibt noch andere Möglichkeiten, wie wir das und so bauen können. Das ist jetzt die eine Methode, die eine Möglichkeit. Wir können natürlich auch die Kuppel so drehen, dass sie nicht ja, mit der Kante zu uns guckt, sondern dass wir aufs Glas gucken. Das heißt, wir hätten dann einfach nur die... wie heißt sie doch? Moment, nicht drauf. Metalltür. Hätten wir die Metalltür nicht so hingesetzt, sondern eben hier. An der richtigen Stelle auch noch. So. Und natürlich mit der Metallfassade weitergearbeitet. Und die Bodenplatte uns dann so angesetzt oder eben halt auf der anderen Seite. Und dasselbe Prinzip, genauso wie hier auch, wir hatten uns die Bodenplatte senkrecht hingestellt und können uns dann die zylindrischen Räume bzw. die Kugeln aufbauen. Ja, das ist noch mitunter die leichteste Variante. Dann gibt es noch die Kabelglitch-Variante, die ist ein wenig, ja, also wer mit PC spielt, ich spiele auch mit PC. Also bei mir sollte das eigentlich, oder ist es eigentlich kein Problem. Ich habe meine Tastatur so abgeändert, dass es ähnlich wie beim Controller funktioniert. Die PS4 ist eigentlich ideal. Die Tasten sind da etwas geschickter angeordnet. Das heißt, sie haben kürzere Wege und deswegen habe ich das bei mir mit der Tastatur auch gemacht. Wer aber gerade anfängt oder noch am Üben ist und ja... Deswegen lasse ich das jetzt erstmal weg, aber ich werde euch das dann irgendwann demnächst auch noch zeigen. Ich habe noch weitere Anfragen in der Community, um, ja, wie baue ich dies oder wie baue ich das? Was kann ich machen, wenn? Und diese Fragen möchte ich natürlich auch noch behandeln. Und würde mich erstmal hier verabschieden an diesem Punkt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst ein paar Kommentare da, bewertet und nehmt noch ein Abo mit, wenn ihr möchtet.
Weiteres zeige ich euch in der nächsten Folge bei Blender Glitch. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ciao.